Hallo meine Lieben, ich weiß gar nicht, wie ich dieses Video beginnen soll. Und zwar, ja, worum geht es in diesem Video? Ich möchte gerne ein Produkt testen. Das kennt ihr wahrscheinlich auch schon von meinem Action Haul. Und zwar sieht dieses Produkt so aus. Weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen konntet. Es sind zwei Muscheln und diese zwei Muscheln tut man sich auf die Brustwarze. Ja. Ich habe es gesehen und habe echt lange überlegt, soll ich es jetzt kaufen oder nicht? So ein verrücktes Teil präsentieren, zeigen, ich weiß nicht. Ich dachte mir, komm, nimmst du es mit und dann überlegst du es dir. Ich habe es jetzt euch im Action Hall gezeigt und jetzt habe ich beschlossen, das Ganze doch zu testen. Einfach nur aus dem Grund, weil das einfach eine verrückte Sache ist und ich erwarte davon nichts, dass meine Nippel jetzt irgendwie danach weich sind oder sonst was. Also ich habe da jetzt gar keine Erwartungen. Das ist jetzt einfach nur aus Spaß mache ich das. Und einfach mal zu berichten, wie meine Meinung ist, wie ich das Ganze eben finde. Kurz noch zu sagen, ich werde meine Brüste natürlich nicht in die Kamera halten. Ich werde euch erstmal da ein bisschen was draus lesen, wofür das Ganze so geeignet ist. Also was macht das Ganze mit der Brustwarze? Für einen Inhalt? Was für Wirkstoffe hat denn das ganze Produkt und wie wird es angewendet? Solche Sachen werden wir jetzt erstmal durchgehen. Das Ganze werde ich dann machen und dann würden wir uns nochmal wiedersehen und ich berichte, wie das Ganze war, wie das Ganze, ja, wie das riecht. Da werden wir gleich auch zusammen gucken, wie das Ganze ausschaut, wie es riecht und ja, wie ich das Ergebnis finde. So. Also, vorne sieht das so aus, die Verpackung hatte ich gesehen und dann musste ich es einfach mitnehmen. Ich dachte erst, wäre eine Gesichtsmaske und dann habe ich mir das Bild hier angeguckt und dachte mir, okay, für die Brust, finde ich ja lustig, nimmst du einfach mal mit, guckst du dir genauer zu Hause an. So, und jetzt gucken wir hier hinten. Jetzt suchen wir erstmal deutsch.de. Da. Maske für die Brüste. Finde ich ja total genial, also mega lustig. Feuchtigkeit spenden mit Provitamine B5 und Hyaluronsäure für normale Haut. Und dann steht hier jetzt auch noch, Achtung, nicht während der Schwangerschaft und der Stillzeit benutzen, nicht auf gereizter, geschädigter und entzündeter, getrockneter, empfindlicher, gepellter oder sonnenverbrannter Haut anwenden. Habe ich jetzt nichts, fand ich jetzt lustig hier. Gepellter, sonnenverbrannter Haut. Also, wer legt sich denn bitte in die Sonne ohne Bikini? Okay, ne? Wenn man in die Sonnenbank geht, klar, kann man vielleicht die Nippel verbrennen. Ich weiß es nicht. Ich bin früher schon öfters auf die Sonnenbank gewesen, aber kann ich jetzt nicht sagen, dass ich mir irgendwie die Nippel verbrannt habe oder so. Habe ich jetzt noch nie gehört. Was ich auf jeden Fall weiß, in allen Schwangerschaften habe ich gestillt. Und da hatte ich sehr, also meine Nippel waren empfindlich und sie waren auch sehr trocken. Da habe ich nämlich eine Creme dann bekommen, die war wirklich bombastisch. Die benutze ich heute immer noch, allerdings nicht für die Nippel, sondern für was anderes. Und das erzähle ich dir am Ende vom Video, falls dich das interessiert. Das ist echt eine tolle Sache, muss ich sagen, ja. Und jetzt nochmal zu diesem Produkt. Man duscht sich zuerst, okay. Erstmal duschen, dann sind halt diese zwei Muscheln dabei und diese kommen dann drauf und bleiben 15 bis 20 Minuten. Ich stand da oben nochmal was. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob ich das bis zum Ende gelesen habe. Jetzt muss ich mal gucken. Deutsch, Deutsch, da. Achso, hier ging es noch weiter. Nicht anwenden. Hier, nicht anwenden, wenn Ihre Haut empfindlich auf Masken reagiert. Okay, mal gucken. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Haut, jetzt nochmal hier rüber, unangenehme oder empfindliche Reaktionen aufweist, stellen Sie die Anwendung sofort ein und suchen Sie einen Arzt auf. Okay. Für Kinder unzüglich aufbewahren, Kontakt mit Textilien vermeiden, sofort nach dem Öffnen anwenden. Okay, denn ich wollte nämlich jetzt das Ganze öffnen und euch das zeigen. Aber duschen würde ich ja dann erst später und deswegen werde ich jetzt das lassen. Und während ich dann in der Dusche bin
und das anwenden will, dann zeige ich das euch kurz, wie das Ganze riecht und wie es ausschaut. Und dann würde ich sagen, geht es dann halt später nochmal weiter. Ja, so machen wir es. So, also ich gehe dann gleich damit duschen und ich melde mich nochmal. So Mädels, ich stehe nun unter der Dusche. Ich habe gerade geduscht und habe jetzt die Maske ausgepackt. Ich dachte ja eigentlich, das wäre nur für die Nippel. Ja, nee, für die ganze Brust. Das sieht man ja auch hier so auf dem Bild. Ja, und wollte euch eben mal zeigen, wie das Ganze ausschaut. Es ist richtig nass. So lagen die da drinnen. Und so sieht es aus, wenn es auf ist. Es ist recht groß. Also, ne? Eine Hand. Und ja, jetzt werde ich das Ganze drauf machen und dann melde ich mich danach nochmal. So, ihr Lieben, ich bin wieder zurück und zwar haben wir jetzt auch schon den nächsten Tag. Wir haben schon wieder abends und ich werde mich gleich bettfertig machen. Ja, ich wollte euch natürlich jetzt ein bisschen was zu der Maske berichten, um das Ganze erstmal zu korrigieren. Ich dachte am Anfang, das wäre eine Nippelmaske. Ist es aber nicht, es ist eine Brustmaske, so ja, nämlich für die ganze Brust. Ihr habt ja eben im Video sehen können, ich habe mir meine Hand drauf gelegt, also es ist schon recht groß gewesen. Dennoch ein bisschen klein für meine Brust, aber es war okay, sagen wir mal so. Diese habe ich 20 Minuten drauf gelassen und zwar habe ich so gemacht, wie es ja auch steht in der Anleitung. Ich habe nämlich erst geduscht. Und dann habe ich mir die drauf gemacht. So, dann stehst du da in der Dusche und hast die Dinger drauf. Ich hatte da keine Lust, irgendwie dann mich fertig anzuziehen und die Dinger drauf zu machen. Und dann laufe ich so im Haus rum. Hatte ich auch keine Lust. So warm ist es nicht. Und war mir zu blöd. Also stand ich dann in der Dusche. Ich habe in meiner Dusche, es ist eine ziemlich große Dusche mit so einem eingebautem Sitz, ja, so müsst ihr euch vorstellen, man konnte sich da hinsetzen auf dem Stein, also es ist wie so eine Bank und dann saß ich da und hatte halt die Dinger drauf, die sind auch nicht abgerutscht oder so, es hat gut gehalten, aber ja, das war das, was ich jetzt so ein bisschen negativ fand, wobei ich wüsste nicht, wie man es besser machen sollte. Ja, dann hat man die Dinger drauf und was machst du dann? Sollst du jetzt in der Dusche sitzen und ein Buch lesen? Hört sich total blöd an, aber ich wusste erst gar nicht, was ich machen sollte und fing dann an, einfach die Dusche sauber zu machen. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe die Dinger auf den Brüsten und fange dann an, die Dusche sauber zu machen, weil ich sonst nicht wüsste, was ich machen soll. Und da ich ja sowieso nach dem Duschen immer sauber mache, dachte ich mir, okay, komm, dann tust du jetzt schon mal ein bisschen sauber machen und ein bisschen hier sortieren, einräumen und dann wäschst du dir es ab. So. Hier steht ja 15 bis 20 Minuten. Vielleicht waren es auch keine ganze 20 Minuten, aber es waren auf jeden Fall 15 Minuten, sagen wir mal so 20, 18, 19 Minuten waren es auf jeden Fall. Ja, die Zeit, ich hatte das Gefühl, dass die Zeit irgendwie gar nicht verging. Und ja, wie gesagt, ich war am Putzen, am Putzen, am Putzen und ich war so genervt, dass ich gesagt habe, egal wie gut diese Maske ist, ich werde die nicht mehr kaufen, ne, aufgrund dessen. So, dann die Zeit später abgemacht und dann habe ich mich tatsächlich nochmal geduscht, um das Ganze abzuwaschen. Es hat sich angefühlt wie, ja, ich würde sagen, wie so eine Spülung, wenn man halt die Haare gewaschen hat und man geht so über die Brust, dann ist die ja auch weich, ne? Weil man hat ja so überall Körperhärchen und die sind dann automatisch auch weich. Und so hatte ich das Gefühl. Beim Abwaschen, so wie auch hinterher. Also ich muss sagen, ob die jetzt weich waren dadurch, glaube ich eher weniger, aber ich glaube, das hat ja gar nicht damit zu tun, dass die jetzt weich sein sollen, sondern es soll ja Hyaluronsäure hat das Ganze, das heißt, es spendet ja Feuchtigkeit und Vitamine, Provitamine B5. Ja, kann ich euch nicht sagen, ob jetzt meine Brüste genug Vitamine B5 haben oder nicht. Keine Ahnung, ist Quatsch. Ich habe es ja auch nur gekauft, weil ich die Idee, ich fand es einfach cool und dachte mir, okay, teste einfach mal. Ihr wisst, ich teste gerne Sachen aus. Diese hat 95 Cent gekostet und jetzt habe ich es einfach mal ausgetestet. Und nein, ich werde diese Maske mir nicht nochmal kaufen, aber einfach mal so als Gag, ja, so zu verschenken, so eine Box oder so. Warum nicht? Finde ich cool, die Idee.
Aber jetzt für mich nochmal alleine, dass ich die 20 Minuten drauf lasse oder 15 Minuten drauf lassen muss und dann zusehen muss, wie was ich jetzt, wie ich meine Zeit da jetzt verbringe. Ja, kaufe ich mir nicht nochmal. Landet jetzt ins Action-Aufgebrauchtüte. Da werde ich jetzt demnächst auch einen Aufgebrauch zudrehen und werde aber da dann nicht sehr viel erzählen, weil ich das ja hier jetzt wirklich ausführlich gemacht habe. Wenn ihr dann noch Fragen habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall eine coole Sache. Hatte ich so noch nie gesehen und noch nie getestet und deswegen ja auch mitgenommen. Aber nochmal kaufen würde ich es jetzt nicht. Aber eine coole Sache auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.